und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mass Effect 3. Nein, 4, nein, 2, nein, 1. Ah, Kiste. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ach, du Kacke. Geschafft. Warum sage ich immer, ach du Kacke und schaff das denn? Wisst ihr was? I. Alle I. Was haben wir denn? Tsunami für Bungee? Nein, gut. Ist das alles nur fürs Stiletto? Oho. Ausrüsten. Ja. Hammer. Ja. Upgrades werden natürlich übertragen. Granatwerfer, da ist nichts. Anzug. Wir gucken mal alle durch. Vielleicht finde ich was Schöneres. Schilde. Nein. Guardian. 34, 160 Dinar. Überlebenskünstler. Nein. So, Ashley. Fangen wir hier an. Den kriegst du. Ja. Und Schrotflinte. Pistole. Striker 3. Lassen wir auch. Reaper, haben wir hier eigentlich was? Laufverlängerung. 20% und Hitzeabsorption, Dings da. So, sehr schön. 124, 39. Jo, Hammer. Equalizer. Gut. Sie ist ja mehr die Kampfbiene. Ja, ich denke mal, anzugtechnisch werden wir sie nicht verbessern können. Kaidan. Bungee. Der Terminator 5. Der hat sowas Gutes. Die Dreier werde ich mal in Gel umwandeln. Na, den einen behalte ich hier. So, Storm 3. Ja, das lassen wir. Pistole. Dann machen wir den Striker weg. So, Avenger. Und der gurgelt sich da aber einen ab, wa? Meine Fresse. 110, 44, 45. Eigentlich ist das ein bisschen besser. So. Da können die aber weg hier. Wird nicht immer so gut funktionieren mit den Hecken. Da werde ich das denn brauchen. Was haben wir hier? Universalwerkzeug. Chamäleon 3, 4. Wir haben jetzt Chamäleon sowieso in Annutzung. Und dann kann ich das in Universalgel verwandeln. Bioverstärker. 15, 5. Das ist Unity 3, haben wir doch. Lass ich mal so. Und Rüstung. 91 ist ein bisschen besser. Ausrüsten. Und das ist der, den wir vorher hatten. So, das ist aber noch nicht alles. Nicht, dass ihr denkt, das war's jetzt. Haha, wir haben Punkte. Punkte. Und... das machen wir auf jeden Fall. Ashley hat einen Punkt. Erste Hilfe, Kampfpanzerung, Präzisionsgewehr, Schrotflinte. Hier, Sturmgewehr, da haben wir denn was freigeschalten. Und Kaidan hat auch einen Punkt. Reduziert die Abkühlzeit, ja, das ist wichtig. Gut. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Komm mal um die Ecke, Freunde, da war was. Da habe ich doch hier... guckt mal, da steht schon einer auf. So. Gut, wir nehmen mal die.
Na komm, Dicke. So dick ist er. Es ist ganz schön laut. Das gefällt dir nicht, ne? Es ist ganz schön laut. Einstellungen. Sound. Das ist mir schon beim Aufnehmen, beim Verarbeiten aufgefallen. Allerdings, ich habe jetzt schon einen ganzen Haufen Folgen. Es ist schön, dass mir sowas immer dann jetzt auffällt. Oh! Ach, das ist sie! Die ist erledigt! Wo ist der Hier ist kein Knötchen. Was nu? Hier ist nur eine Blase. Wo kann ich denn jetzt hier weiter? Da! Fast geschafft, Commander! Das Ding wird bald erledigt sein! Sind Gegner über mir? Ach, wir können hier runter. Guck mal. Das hatte ich nicht gesehen. Ach, das ist sie wieder. Der kotzte mal eine neue aus. Jetzt kommen die von hinten. Okay, dann geht's nicht so gut. Dann warten wir, dass der sich erholt. Kann ich hier irgendwas machen? Erholt er sich? Ja. Täuscht das? Können sofort geheilt werden und wieder kämpfen, wenn sie im Kampf niedergestreckt wurden. Ich probiere mal zwei. Aha. Keine Ahnung. Der hat ordentlich genascht jetzt hier, der Junge. Aber er baut sich langsam wieder auf. Da sitzen schon die Nächsten. Sie kommen beide mit. Blöde Kuh! Puh. Jetzt ist mein Schild runter. Der nicht, ne? Gut. Munition? Hat man ja hier anscheinend unendlich. Einer ist noch. Was jetzt? Ach, der hing da fest. Hä? Ach, die hängen da... Die waren da drinne. Und so konnte er die klonen. Ich bin frei. Shiala? Ich
Ich schätze, ich sollte Ihnen danken, dass Sie mich befreit haben. Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Es geht mir gut. Jedenfalls wird es das bald wieder. Wieso bald? Ich heiße Shiala. Ich diente Matriarchin Venesia. Als sie sich mit Saren verbündete, tat ich es ihr gleich. Venesia hatte die Macht vorhergesehen, die Saren haben würde. Deshalb verbündete sie sich mit ihm, um ihn auf einen sanfteren Weg zu führen. Aber Saren ist überzeugend. So kam Venesia vom Weg ab. Wollen Sie damit sagen, dass Saren den Verstand anderer kontrollieren kann? Venesia unterschätzte Saren, so wie ich. Schließlich glaubten wir an seine Sache und seine Ziele. Die Macht seines Einflusses ist beunruhigend. Scheinbar habt ihr Azari es mal wieder übertrieben. Azari-Matriarchinnen gehören zu den intelligentesten und mächtigsten Wesen der Galaxis. Wie konnte so jemand unter Sarens Kontrolle geraten? Saren hat ein Schiff, ein so riesiges Kriegsschiff, wie sie es noch nie gesehen haben. Ennet is Sovereign. Es kann den Verstand seiner Anhänger dominieren. Sie werden mit Sarens Willen geimpft. Der Prozess ist subtil, kann Tage oder auch Wochen dauern, aber am Ende ist er unumstößlich. Ich war eine willige Sklavin, als Saren mich in diese Welt brachte. Er brauchte meine Biotik, um mit dem Turianer zu kommunizieren, um seine Geheimnisse zu erfahren. Deshalb opferte Saren mich, um ein Bündnis zwischen ihm und dem Turianer zu stärken. Saren überlegt nicht lange, wenn es darum geht, seine Leute zu verraten. Er hat auch recht schnell den Turianer verraten. Als er hatte, was er wollte, befahl er seinen Geht, alle Beweise seiner Existenz zu vernichten. Saren weiß, dass sie die Röhre suchen. Er weiß, dass sie seinen Schritten folgen. Er griff den Turianer an, damit sie den Dechiffrierer nicht bekommen. Was ist der Dechiffrierer? Und warum brauchte Saren ihn? Der Sender auf Eden Prime hat bei ihnen Visionen hervorgerufen. Aber sie waren undeutlich, verwirrend. Sie waren für einen proteanischen Verstand bestimmt. Um sie vollständig zu begreifen, müssen sie denken wie ein Proteaner. Sie müssen ihre Kultur verstehen, ihre Geschichte, ihre Existenz. Der Turianer war hier lange bevor die Proteaner diese Stadt bauten. Er hat sie beobachtet, sie studiert. Als sie starben, verzehrte er sie. Sie wurden zu einem Teil von ihm. Dann hat der Turianer Saren gelehrt, wie ein Proteaner zu denken. Und wie? Der Dechiffrierer ist die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Proteaner zu sein. Er kann nicht beschrieben oder erklärt werden. Das wäre so, als würde man einem Wesen ohne Augen Farben beschreiben wollen. Um ihn zu verstehen, benötigen sie Zugang zu den Erinnerungen der hiesigen Vorfahren. Eine Zeitspanne, die tausende Generationen von Proteanern umfasst. Ich spürte diese Erinnerungen der Vorfahren, den Dechiffrierer, als ich mit dem Bewusstsein des Turianers verschmolz. Unsere Identitäten verschmolzen, unsere Geister verwoben sich. Ein solches Wissen kann nicht gelehrt werden. Es existiert einfach. Ich brauche den Dechiffrierer. Es gibt einen Weg. Ich kann das Wissen meines Verstandes in den Ihren übertragen, wie ich es schon bei Saren tat. Versuchen Sie, sich zu entspannen, Commander. Atmen Sie langsam und gleichmäßig. Lassen Sie Ihre physische Hülle gehen. Greifen Sie nach den Fäden, die uns miteinander verbinden. Jede Aktion schickt kleine Wellen durch die Galaxis. Jede Idee muss einen anderen Verstand berühren, um zu leben. Jedes Gefühl muss einen anderen Geist berühren. Wir sind alle miteinander verbunden. Alle lebendigen Wesen sind in einer einzigen, herrlichen Existenz vereint. Öffnen Sie sich dem Universum, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich habe ihnen den Dechiffrierer gegeben, so wie er Saren gegeben wurde. Die Erinnerungen der proteanischen Vorfahren sind jetzt ein Teil von ihnen. Was ist da gerade passiert? Alles in Ordnung? Ich habe etwas gesehen. Es ergab immer noch keinen Sinn. Ihnen wurde ein großes Geschenk gewährt.
Die Erfahrung eines gesamten Volkes. Ihr Verstand wird etwas Zeit brauchen, um diese Informationen zu verarbeiten. Sie sehen ein wenig grün um die Nase aus. Wir sollten zum Schiff zurückkehren. Es tut mir leid, wenn Sie Schmerzen hatten, aber es gab keinen anderen Weg. Sie brauchten den Dechiffrierer. Bald wird er Ihnen helfen, die Vision von dem Sender zu verstehen. Erzählen Sie mir mehr über Sarens Schiff. Genau. Die Saverin ist fremdartig. Ich weiß nicht, wie sie erbaut wurde oder woher sie kam. Ihre Bauweise ähnelt keiner, die von anderen Spezies bekannt ist. Sie stellt jedes andere Schiff in der Zitadelle oder der Allianzflotte in den Schatten. Ihre Waffen sind vernichtend und ihre Abwehrvorrichtungen buchstäblich undurchdringlich. Dank ihr hält Saren sich für unaufhaltsam. Wo hat er die her? Sie sagten, Saren verwende sie, um seine Anhänger zu manipulieren. Die Indoktrination. Die Saverin ist von einer Art Energie umgeben, zu der man sich hingezogen fühlt. Durch sie werden Sarens Argumente umso überzeugender, verlockender. Mhm. Wer zu viel Zeit in der Gegenwart der Saverin verbringt, wird sich selbst aufgeben. Ich kann es nicht anders erklären. Ich möchte mehr über Venesia wissen. Ich auch. Venesia wurde von unserem Volk größter Respekt entgegengebracht. Selbst für eine Asari war sie immens biotisch. Man kannte sie vielerorten als Philosophie- und Religionslehrerin. Stets folgte sie dem Faden des Friedens und der Harmonie. Sie ließ sich auf Saren ein, weil sie hoffte, ihn von seinem Pfad der Zerstörung abzubringen. Stattdessen endete sie als seine mächtigste Verbündete. Wie ich schon erwähnte, hatte die Matriarchin Venesia Saren unterschätzt. Passen Sie auf, dass Sie nicht den gleichen Fehler machen. Wir sind gewarnt. Was können Sie mir sonst noch über Saren sagen? Es gibt nur wenig, das ich Ihnen sagen könnte und das Sie nicht schon wüssten. Er ist mächtig, er ist charismatisch und er ist gefährlich. Als ich ihm folgte, war ich blind gegenüber seiner wahren Natur. Aber jetzt sehe ich, dass er die Galaxie in ein Zeitalter der Dunkelheit und Leiden führt. Da Sie jetzt von dem Turianer befreit sind, was planen Sie da als nächstes? Wenn Sie erlauben, werde ich hier bei den Kolonisten bleiben. Sie haben fürchterlich gelitten und ich war an ihrem Leiden beteiligt. Ich würde gern Wiedergutmachung leisten. Die Kolonisten werden alle Hilfe brauchen, die sie bekommen können. Sie werden froh sein, Sie an ihrer Seite zu haben. Danke, Commander. Möge das Schicksal Ihnen immer gewogen sein. Okay. Sie haben es geschafft. Da der Turianer weg ist, können wir alles wieder aufbauen. Und wir sind Exogeni los. Wir sind wieder nur eine kleine, abgelegene Kolonie. Danke, Commander. Bitte, bitte. Tut mir leid wegen der Opfer. Die waren wirklich nicht geplant. Haben Sie meinen Computer in den Ruinen gefunden? Ich habe die Daten gefunden und auf die USD übertragen. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Vielen Dank. Ich war sowieso da und es war das Mindeste, was ich tun konnte. Ich weiß das zu schätzen. Hier, das haben Sie sich verdient. Nochmals vielen Dank, Commander. Naja, siehst du, 30 Universal-Gel-Tagebuch. Ja, wir müssen ja in der Nebenmission in das System begeben, Get-Attribut, die Vorfälle untersuchen. Oh, wir haben hier wieder neue Sachen, sehe ich gerade. Ich wollte zu Zitadelle zurück. Bei Amazon. Haha, die Lieferung untersuchen bei Amazon. Wie witzig. Nach Noveria. Also, das haben wir jetzt abgeschlossen. Aber wir haben hier neue Aufträge. Ja, und da ich mich ja sowieso ein bisschen über Amazon, das ist ja eigentlich nur ein Händler, über den ich mich ärgere. Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird dauern, bis die physischen Wirkungen weg sind, aber Sie werden es überstehen. Vielen Dank. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. Okay. Hoffentlich lässt man uns mal eine Weile in Ruhe. Hoffentlich lernt Exogeni daraus. Nee, ganz bestimmt nicht. Wie finden wir denn jetzt hier raus? Ich will nach Hause. Wo muss ich? Hier. Mit den Namen? Danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Kacke.
Ich weiß nicht, wo ich hin... Ich könnte mal Map drücken. Was ist das? Fahrstuhl? Normandy. Sue's Hope. Sollten wir da nochmal reinschauen? Müsste ja eigentlich gehen, da ist... Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Können Sie mir sonst noch was über den Torianer sagen? Hab ich vergessen. Als die Kreatur mich umschloss, wurde ich ein Teil von ihr. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. So fremd, so uralt. Es ist unmöglich, sein genaues Alter zu bestimmen. Für ihn hat Zeit eine andere Bedeutung. 10.000 Jahre Winterschlaf wurden unterbrochen von ein paar Jahrhunderten hektischer Aktivität. Sein Verstand war überwältigend, fantastisch. Er übertraf alle Beschreibungen. Und nun ist er weg. Sagen Sie mir nicht, dass Ihnen das Ding leid tut. Der Torianer war eine einzigartige Lebensform. Ein fühlendes Wesen, das 50.000 Jahre oder älter war. In der uns bekannten Galaxis gibt es nichts, was ihm auch nur annähernd gleichkommt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich vor einem Leben in Knechtschaft und Sklaverei bewahrt haben. Und doch empfinde ich eine gewisse Trauer, dass eine solch einzigartige und bemerkenswerte Kreatur verloren ist. Ja, persönliche Fragen sollen wir? Ich mach mal. Ich möchte mehr über Sie wissen. Es gibt nicht viel über mich zu erzählen. Ich war einfach nur eine der Schülerinnen von Matriarchin Benesia. Fast 2 Jahrhunderte folgte ich ihr und lernte von ihr. Als Benesia ihren Plan enthüllte, sich mit Saren zu verbünden, ließ sie ihren Schülerinnen die Wahl. Nur jene, die es wirklich wollten, folgten ihr. Viele hielten allerdings ihren Plan für zu gefährlich. Aber ich habe an sie geglaubt. Ich dachte, sie könnte Saren von seinem Irrsinn abbringen. Stattdessen verfielen wir ihm. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Dass ich jemals so froh sein würde, jemanden vom Militär zu sehen. Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Aber unter dem Einfluss des Torianers hatte ich keine Macht über meine Gedanken. Lassen Sie mich bitte Ihr Angebot sehen. Natürlich. Kehren Sie gerne zurück. Vielleicht kann ich dann mehr anbieten. Oh, Equalizer 6. Präzision, ja, das ist alles ein einzigartiger Gegenstand. Für den Ausrüstungsoffizier auf der... Oh. Ich habe ja eigentlich schon ein bisschen was angesammelt, ne? Kann ich hier nicht jetzt einfach auf Kaufen drücken? Annehmen. So. Kann ich auch was verkaufen? Wert 11. Guckt euch das mal an. Ach... Du Scheiße. Aha, oben sind die und die und die nicht so wertvollen Sachen. Naja, dann werden wir mal. Ich habe bestimmt jetzt schon gute Sachen verkauft, aber ist egal. Oh, wir haben so viel davon. Servogelenke 3. Schildbatterie 3. Braucht man, das braucht man doch nicht so. Es ist ein bisschen überfordernd. Gladiator, das sind meine Anzüge. Hammer, Präzisionsgewehr, na das lasse ich mal noch. So, komm, ich spiele hier auf Zeit, glaube ich. Will hier rein? Sie ist nicht mehr unter uns. Wir haben alles verloren und sie ist tot. Tut mir leid, aber ich möchte jetzt nicht mehr sprechen. Okay, wir wollen noch so Normandy. Das muss ich noch, das muss ich noch schaffen in dieser Folge. Ich habe mich schon wieder vertan. Ganz eindeutig.
Ich hoffe, das ist hier richtig. Hier geht's weiter raus. Das sieht verdächtig aus. Normandy, wir kommen! I'm coming! Ich hänge irgendwo. Ja, mit meinem Po. Entschuldigung. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Dann gehe ich hier rein, oder dann bin ich da drin und dann machen wir die nächsten Missionen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!